Goku vielleicht? Nee. Agumon? Barumon ist nicht hier. Der Mark Welder und Ruin. Vielleicht ist er da. Ja, ich wusste doch, dass er in dem Protokoll drin ist. Aber ob das jetzt schon ausreicht? Ist hier irgendjemand, mit dem ich reden könnte? Vielleicht mit den Serienleader reden. Vielleicht noch hier im Inn. Wenn nicht, dann gehe ich gleich zu den Ruinen. Du? Ne, du bist, genau. Die, die Maria sucht. Und hier ist auch keiner. Na gut, gehen wir zu den Ruinen. Crabmon. Ja, mit dem Bomb-Hit. Bringt er aber noch auch nicht so viel Erfahrung. 17. Soll ich jetzt nochmal gegen Diamond probieren? Vielleicht so mit DNA-Degradation so. Vielleicht wird's ja was. Kämpft gegen irgendwas. Gegen einen Diamond. So. Und jetzt nicht die Evolution, sondern Marke. Also, warum auch immer Marke. Exvemon. DNA-Dig 100. Aber gut. In der Serie hat man das ja hunderte Male gesehen. LOL. Jetzt hat das echt geblockt. Jetzt macht er mich One-Hit, oder? Nee, nochmal. Kann es nicht sein, dass er jetzt das geblockt hat. Nehmen wir zum Laut Elinger. Warte, nehme ich einen Schluck. Na, endlich getroffen. Wow! Kampf! Schnell! Erledigen! Keine
Ein Fluchtversuch. Nein. Das machen wir nochmal, oder? Lol, wie lange hat das jetzt gedauert, um zu bremsen? Es ist unterschiedlich, wie lange das braucht zum Bremsen. So. Ich kann halt nicht unendlich oft machen. Ich glaube, Exemon hat nicht so viel MP. Ich glaube jetzt noch für 2 DNA-Digitation. Jetzt kein Block wieder. Sehr schön. Hä? Ich kapier's echt nicht. Vorher hat der mindestens 3/4 der Attacke abgezogen. So, nochmal. Also, rein von der Überlegung her, wenn es so wie letztes Mal wäre, müsste er jetzt erledigt sein. Wenn er trifft überhaupt. Natürlich nicht. Warum sollte er auch treffen? Tja, na dann lassen wir es. Die MP reichen nicht mehr aus für den nächsten Kampf. Muss ich ins... in das Forest hin. Gehen. Ich ein wenig ausruhen. Na komm. Aber irgendwann werde ich dieses Divermon besiegen. Ich glaube, so lange braucht es gar nicht mehr. Vor allem, wenn ich die beiden Digimon trainiere, also Stingmon und Exvemon, könnte es gut sein, dass ich es schon bald erledige. Ah, ne, mit dir nicht reden. Ah, ne, hier auch nicht. Sein Labyrinth. Eigentlich könnte ich auch hier genauso gut Trainermon reintun. Würde auch alles one-hitten. Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, hier gehe ich falsch. Hier muss ich irgendwo lang. Hier, so, jetzt bin ich richtig. Dokugumon.
one-hit ich alles. Zumindest mit Stingon. Kann ich genauso gut Renamon reinhauen. Weil ich will ja auch Renamon schnell auf Level 20 bekommen. So dass ich mein erstes Ultra-Digimon bekomme. Status. Wenn ich mir das so ansehe. Ja. Egal wie ich es ansehe. Stingmon ist in allen besser. Ja. Aber so soll es ja auch sein. Ein Rookie-Digimon sollte halt nicht besser sein als ein Champion. Außer es ist hochtrainiert. So, gehen wir mal zu diesem Endboss, der hier war. Stark, du kannst Surgeon werden. Ja, okay. Und halt nicht du. Diamantensturm. Ist ja auch One-Hit. Ist er nicht. Wahrscheinlich hier, okay. Ich meine, denke ich bitte Turm. Genau hier. Aha! Barumon. Sippikon hatte seine Maske auf, als er bei mir war. Komisch ist nur, dass er in Asuka City sein sollte. Aha. Jetzt muss ich nach Asuka City, oder wie? Hey! Moment. Er sagte, er sollte in Asuka City sein? Er ist aber im... Sorry. Boah, jetzt bin ich kurz aufgeschlossen. Er ist aber im Südsektor. Okay, normale Attacken ist kein One-Hit. Gleich Diamantensturm wieder. Da verbraucht ihr nicht so viel MP. Ich glaube 20, wenn ich mich täusche, oder 15. Irgendwie sowas. Ich habe 1000, also geht das total in Ordnung. Kukumon. Jetzt habe ich erst nicht wieder geschaut, wie viel das kostet. Aber solange sie One-Hit sind, ist es mir recht.
bei einem Dokugumon, das mich vergiften kann.